So, liebe Leute von heute, als allererstes wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2021. Ich werde euch natürlich auch in diesem Jahr auf meinem Weg mitnehmen. Aber jetzt zeige ich euch das Video, das ihr euch bei Instagram gewünscht habt. Wenn ihr mir bei Instagram noch nicht folgt, macht das schnell. Ich heiße da auch Libertas Haus Blog. Denn dort habe ich euch abstimmen lassen, ob ihr das Video vom ersten Ausritt mit Percy sehen wollt oder ein Video vom Training mit Quintino. Quintino hat gewonnen, wie man sieht. Und ich nehme euch bei drei Trainingssequenzen zu Hause mit. Und zwar, was ihr jetzt hier gerade seht, war das allererste Mal, dass ich nach meinem Unfall mit Poldi wieder gesprungen bin. Auf Quintino natürlich. Das müsste Ende Oktober, Anfang November sowas gewesen sein. Und ja, ich muss ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, ich hatte extrem Schiss vorm Fallen. Gar nicht unbedingt nur beim Springen, sondern eigentlich insgesamt, wenn ich auf dem Pferd saß. Kaspar war ja nochmal auf Sommerkoppel, weil ich einfach gesagt habe, es macht keinen Sinn jetzt mit der Verletzung. Ich kann den erstmal nicht reiten, bis ich wieder bombensicher bin. Und Poldi hatte meine Mutter für ihren Trainerschein. Das heißt, ich hatte eh nur Quintino, den ich reiten musste. Und ich hatte aber wirklich dauerhaft Schiss. Sei es im Gelände, okay, auf dem Platz ressourcenmäßig ging, aber richtig dolle Schiss hatte ich einfach vorm Springen. Aber ich wusste auch, wenn ich mich dieser Angst nicht stelle, dann weiß ich gar nicht, ob ich dann noch weiter springe. Und dafür macht es mir doch viel zu viel Spaß eigentlich. Und deswegen habe ich mir wirklich in meinen Hintern getreten, als ich dann das Gefühl hatte, dass es mit meinem Arm auch wieder geht und das okay vom Arzt natürlich auch hatte. Und habe mich gezwungen, in Anführungsstrichen, jeden Sonntag nach der Springstunde von den Kindern die gleiche Aufgabe, die meine Kinder geritten sind, selber zu reiten. Und das war hier eben das erste Mal. Es war eine Gymnastikreihe, dann zwei Cavaletti und so ein kleiner Oxa. Und es war natürlich noch grauenvoll, grauen, grauen, grauenvoll. Ich habe ihn überhaupt nicht an die Hilfen richtig bekommen. Und das alles lassen wir einfach mal so hinweggestellt, weil Quintino hat einfach eine mega Aufgabe gemacht. Seit dem Unfall ist es einfach so, dass er einfach, glaube ich, gemerkt hat, dass ich nicht mehr so voll an Bord bin und er einfach diese Aufgabe übernommen hat und einfach gesagt hat, okay, die ist nicht voll an Bord. Ich mache das, auch jetzt hier gerade. Ich habe ihn komplett schlenkerig an diesen kleinen Ochser gesetzt und er hatte gesagt, okay, let's do it. Und das hat mir so ein Selbstvertrauen dann einfach über die Zeit wieder gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, der springt da drüber, der macht es so. Jetzt sind wir hier auch schon beim zweiten Training angekommen, also sozusagen eine Woche später dann. An diesem Tag war mit den Kindern so ein Thema Galoppwechsel auf dem Zirkel über Cavaletti galoppieren und so ein bisschen, ja, nennen wir es mal nicht Gymnastik, sondern ja, Durchlässigkeit vom Pferd, auch das war noch weit entfernt von gut, aber ich zeige euch das trotzdem hier für mehr Realität auf Instagram, was einfach auch viel daran lag, dass ich da oben drauf einfach so viel mit mir selber mental zu tun hatte, dass ich einfach nicht gut geritten bin. Aber auch hier hat er mich wieder gut abgefangen. Er ist sehr oft sehr weit abgesprungen an den Cavaletti, das war für mich ein bisschen ungewohnt, aber ja, es hat dann soweit ganz gut geklappt. Auch hier war ich eigentlich recht zufrieden, dass die Linien geklappt haben, was mir in dem Tag nicht so gut gefallen hat, dass er nicht besonders durchlässig war. Also er ist nicht schön an meine Hand rangegangen, sondern hat die Nase immer recht hoch gestreckt. Aber an sich, diese Linien haben erstmal ganz gut geklappt und so die Aufgabe, wie sie war, hat ganz gut geklappt. Und das war vollkommen okay, denn wie gesagt, ich hatte so viel mit mir selber mental zu tun, dass ich ehrlich gesagt ihm sehr dankbar war dafür, dass er einfach eingegriffen hat. Jetzt sind wir schon beim dritten und letzten Training aus diesem Video. Das ist jetzt also eine weitere Woche später. Hier klappt es jetzt schon ein bisschen besser, dass ich inzwischen den Springen besser an meiner Hand dran habe. Aber beim Springen selber wird er hier leider schon wieder sehr weit und sehr locker. Genau, ich bin jetzt erst ein bisschen warm gesprungen. Ihr seht natürlich auch nicht immer alles aus dem Training. Das würde viel zu lang werden, sondern das sind immer Ausschnitte. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier mehrfach am Stück springe. Da waren natürlich auch ein paar Pausen dazwischen. An diesem Tag war das Thema dann Parcours, also für die Kinder. Das erste Mal also wieder auch für mich Parcours. Das war jetzt der Endparcours von den Kindern. Das waren so 70 Zentimeter. Und das habe ich dann auch gleich genutzt. Also erst natürlich warm springen mit Kreuz und Cavaletti. Und bin das dann aber auch gleich, so wie die Kinder das gesprungen sind, auch gesprungen. Auch hier war Quintino wirklich, wirklich super und wirklich sehr, sehr zuverlässig. Auch hier zulegen hat sehr gut geklappt. Und genau, ich bin jetzt erstmal sozusagen alle Sprünge so ein bisschen einzeln gesprungen, aber noch nicht richtig in der Parcours-Varianz. Einfach damit er jeden Sprung mal gegangen ist. Hier vor allem der jetzt gleich kommt, diese zwei Cavalettis aufeinander. Da war ich ein bisschen skeptisch, ob er da ein bisschen reinglotzt wegen dieser weißen Plonker. Aber das hat er wirklich sehr brav gemacht. Und ja, ich hatte ein sehr gutes Gefühl, sodass ich mich dann auch getraut habe, für den Parcours jetzt die kompletten Hindernisse etwas höher zu machen. Also jetzt gerade ist es noch klein, aber letztendlich für den Abschlussparcours habe ich dann die Kombination, die ihr jetzt hier gerade seht, auf 80 cm bauen lassen und den Ochsa auf der anderen Seite auf 85 cm bauen lassen. Das heißt, es war dann das erste Mal Kreuzgalopp, Außengalopp. Ach, diese lange Seite, da hat er mir irgendwann irgendeinen Schabernack gemacht. Jetzt ist es wieder Handgalopp.
Es war dann also das erste Mal seit dem Unfall, dass ich wieder auf einer Höhe gesprungen bin. Und es war gleichzeitig auch das letzte Training vor dem Springlehrgang, zu dem wir gefahren sind. Und das war mir ganz wichtig, dass ich mich einfach wieder wohlfühle, dass ich auch wieder Distanzen sehe, weil sonst brauche ich mein Geld halt nicht in den Springlehrgang zu investieren, wenn ich einfach noch genug Sachen habe, an denen ich einfach dringend zu Hause erstmal arbeiten muss, um mich wieder wohlzufühlen. Und das hat an dem Tag wirklich sehr gut geklappt, muss ich sagen. Natürlich gibt es hier noch große Baustellen und viele Sachen, wo ich den Kopf schüttle und sage, das kannst du doch eigentlich besser. Aber ja, das ist halt schon so ein Unfall oder war für mich, ich weiß nicht, ob das für jeden, ob man das so pauschalisieren kann, aber für mich war das halt echt eine mental relativ einschneidende Sache. Und ich habe mich sehr, sehr lange sehr unwohl einfach auch gefühlt beim Springen. Und ja, von daher sind da einfach viele reiterliche Sachen flöten gegangen, die ich sonst, wie gesagt, besser könnte eigentlich. So, geht's jetzt mal los mit dem Parcours? Nee, immer noch nicht. Aber das heißt natürlich auch für euch, das nächste Springvideo, was ihr dann sehen werdet, wird der Lehrgang sein, auf den ich mit Alexa gefahren bin. Das war zum Glück vor dieser ganzen, also natürlich nicht vor der ganzen Corona-Sache, aber bevor alles wieder etwas härter war von den Richtlinien her, sodass wir die zum Glück noch wahrnehmen konnten. So, jetzt seht ihr hier den Abschlussparcours. Wie gesagt, in der Kombination sind wir jetzt bei 80 cm hier, hinten bei 85 und 80, also die weiße 80, die blaue 85. Und der Ochse, an dem ich jetzt gleich einmal außen vorbei galoppiere, der ist auch 85 cm. Und damit waren wir dann das erste Mal wieder bei einer E-Höhe. Diese lange Seite ist immer jedes Mal in den Außengalopp gesprungen, warum auch immer. Ich muss sagen, ich war erstmal so zufrieden mit dem Parcours. Er hat den schön gemacht, er hat ihn auch fehlerfrei gelöst. Besser geht es natürlich immer und ich bin sowieso so ein Perfektionist. Ich glaube, das Video, bei dem ich mich hinsetze und sage, boah, das hast du aber geil gemacht, das wird es nie geben, weil ich einfach zu kritisch dafür bin. Aber gemessen an der Situation war ich wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir da hingelegt haben. Und ich war sehr, sehr, sehr zufrieden mit Quintino, der hier wirklich sehr zuverlässig seine Distanzen auch gefunden hat und die auch brav gesprungen ist. Und ja, jetzt kommt, glaube ich, der Ochser von der anderen Seite. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so eine Situation hattet, nach der ihr euch dann vielleicht unwohl im Springen gefühlt habt und euch da erstmal wieder so ein bisschen reinfinden musstet. Ich hatte natürlich schon öfter mal auch Stürze im Springen und es hat mich auch öfter schon mal ein Stück nach hinten geworfen. Aber jetzt einfach die letzten Jahre lange nicht und es war schon jetzt so ein bisschen, ich will das gar nicht übertraumatisieren, aber es war schon irgendwo ein Ticken einschneidend und hat mich auch so ein bisschen gezwungen, über mich nachzudenken und über meine eigenen Grenzen nachzudenken. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen schönen kleinen Einblick geben. Tschüss, schönen Sonntag noch.